Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich einmal mit euch darüber sprechen, wie mir die Städte gefallen haben, in denen wir in der letzten Woche waren, die wir besucht haben mit meinem Sohn. Was hat mir besonders gut gefallen? Was hat mir überhaupt nicht gefallen? Welche Stadt könnte ich mir vorstellen, auch mal öfters zu besuchen? Und wo sage ich nein, auf gar keinen Fall? Das sind natürlich auch alles nur so Eindrücke, ein erstes Kennenlernen mit dieser Stadt und auf gar keinen Fall zu verurteilen oder zu beurteilen, ganz objektiv, weil dafür muss man schon in einer Stadt sich mindestens so einen Monat mal aufhalten und dort gewohnt haben oder gelebt haben, um zu sagen, okay, das wäre wirklich interessant, sich auch mal da für eine längere Zeit aufzuhalten, zu wohnen, Ferien zu machen, Urlaub zu machen, mal hinzufahren. Wo lohnt es sich einmal wirklich einen zweiten Blick drauf zu werfen? Aber dennoch würde ich gerne meine ersten Eindrücke von diesen Städten, die wir besucht haben, mit euch teilen. Ich habe das ja noch nicht machen können, weil ihr wisst, ich bin immer noch auf Achse. Ich bin hier immer noch unterwegs und deswegen konnte ich einfach noch nicht, bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu machen. Aber welche Städte habe ich denn mit meinem Sohn besucht? Ihr werdet meine Vlogs hoffentlich alle angeschaut haben. Dort habe ich euch auch ganz viel gezeigt. Wir waren zuerst in Gaziantep. Gaziantep ist eine relativ große Stadt, habe ich so vom Eindruck her wahrgenommen, die sehr lebendig ist, die sehr traditionell noch geprägt ist, aber auch die Moderne hat dort schon lange Einzug gehalten. Man sieht viele offene Menschen, vor allen Dingen viele junge Menschen, aber auch die Alten sind immer mit integriert in dem Leben. Es ist wie ein großer Ameisenhaufen, habe ich das Gefühl, und die Menschen haben Power, sie haben Energie, sie wollen was schaffen. Ich habe immer gesagt, schon seit Wochen oder seit den Zeitpunkt ab, als ich Gaziantep besucht habe, habe ich das Gefühl, dass Gaziantep ganz toll mit Ankara zu vergleichen ist, weil das ist das gleiche Feeling, ein ähnliches Leben dort, habe ich das Gefühl, Tradition, aber auch modern und vor allen Dingen auch die Mischung zwischen Jung und Alt noch ganz gut ausgeglichen, ja, und es ergänzt sich gut und man fühlt sich einfach wohl. Also ich finde Gaziantep auf jeden Fall als eine Stadt, die wirklich einen Besuch wert ist, vor allen Dingen die ganzen Sehenswürdigkeiten, die es dort natürlich auch gibt, das traditionelle Essen von Gaziantep, ja, das Baklava einmal probieren, unbedingt, wenn ihr da gewesen seid, aber auch die ganzen Stände, die man dort besuchen kann zum Einkaufen, einfach nur richtig schön. Auch die Innenstadt gefällt mir gut. Es ist sehr wuselig und es ist natürlich sehr gefährlich, auch dort ein Auto zu fahren, wie überall in der Türkei. Aber mir hat Gaziantep wirklich ganz toll gefallen und ich kann diese Stadt nur empfehlen. Dann ist die nächste Stadt Şanlıurfa gewesen. Şanlıurfa ist überhaupt nicht mein Fall gewesen. Und ich kenne jetzt hier Menschen, die oft in Urfa waren. Die haben ihre Kinder dort, die dort leben. Und mit denen habe ich mein Bedenken geteilt und habe denen gesagt, dass ich diese Stadt gar nicht schön fand, beziehungsweise nicht schön von im Sinne, dass man da nicht viele Attraktionen besuchen kann. Ja? Aber ich fand einfach den Menschenschlag, der dort vorzufinden ist, nicht angenehm, weil es auch keine, es sind sehr viele aus dem Ausland dort, ich will jetzt das Wort nicht nennen, und dass sehr viele Menschen dort, aber auch die Einheimischen haben mir nicht gefallen. Sie sind eben, ich will jetzt auch nicht hetzen, ja, es ist aber auf jeden Fall eine Stadt, die mir nicht gefallen hat. Ich habe das Gefühl, dass ich dort als Frau nicht sicher bin, ja. Und wenn ich merke, dass dieses Sicherheitsgefühl, und wenn es auch nur ein falsches Gefühl ist, ein Eindruck ist, wenn ich mich unsicher in einer Stadt fühle, weil ich als Frau auch mal alleine irgendwo hingehen möchte oder wohnen möchte oder bleiben möchte, dann ist diese Stadt für mich nicht
lebenswert, ja. Aber auch das, diese ganze, das ganze Feeling dort in dieser Stadt hat mir nicht gefallen. Auch den Aufbau der Stadt oder des Stadtteils, wo wir waren, hat mir nicht gefallen. Es war einfach nicht so schön, fand ich. Natürlich die Berge und das Wuselige und das Traditionelle hast du in Schandelhofen auf jeden Fall auch. Und ich habe ja auch mich nur 2 Tage dort aufgehalten und wir sind ja jetzt auch nicht so weit immer noch überall in der Stadt spazieren gegangen, aber ich glaube, dass man sich dort nicht so sicher fühlen kann wie woanders. Das ist jedenfalls so mein erster Eindruck gewesen. Wie gesagt, ich habe Menschen hier, die dort oft waren, hier von unseren Verwandten und die sich einen Kopf gefasst haben und die total vom Gegenteil überzeugt sind und sagen, du hast überhaupt nichts gesehen, das ist völliger Quatsch, das ist alles nicht richtig und du hast nur einen kleinen Teil wahrscheinlich gesehen von Urfa, den es überall geben wird. Touché, muss ich zugeben, das habe ich nicht. Diese Menschen, die mir das gesagt haben, die sind oft dort, die leben manchmal dort, oft auch über Monate und haben da natürlich auch einen ganz anderen Blick und einen ganz anderen Eindruck. Mein erster Eindruck, diese Stadt für mich, nein. jetzt habe ich aber den einen Stadtteil übersprungen, nämlich Merschin. Das war natürlich die erste Stadt, die wir besucht haben. Merschin liegt am Meer und dementsprechend ist auch Merschin vom Tourismus geprägt, ganz klar. Merschin hat viele Ausländer, hat einen hohen Ausländeranteil, ähnlich wie in Alanya. Aber trotzdem sind dort auch noch viele Einheimische. Den Teil, den wir mit dem Hotel liegend gesehen haben, war jetzt aber leider ein Gewerbegebiet am Hafen liegend. Und deswegen konnten wir dort gar nicht so viel sehen. Wir haben auch dort keine Touristen gesehen und wir haben von der ganzen Innenstadt wenig gesehen. Deswegen kann ich über Merschin kein richtiges Urteil mehr erlauben. Aber wir sind natürlich Richtung Merschin gefahren und ich kann euch versprechen, dort gibt es kilometerweit Neubauten. Es sind überall Neubauten. Wirklich ist es am Strand entlang. Ja, es wird ein Hochhaus nach dem anderen hochgezogen und nicht nur in einer Reihe, sondern hintereinander, nebeneinander, wo Platz ist, wird dort gebaut. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich erschreckt hat, weil das zeigt, dass dort auch der Tourismus in voller Größe Einzug hält. Aber an sich diese Hotelstraße hoch mit den ganzen vielen Strandbuchten, auch vor Merschin schon gelegen, wunderschön. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Und warum die meisten Menschen jetzt oder viele Menschen aus Alanya abwandern, dahin kann ich auf jeden Fall verstehen. Und ich kann auch sagen, dass mir der Teil, den wir durchfahren haben, Richtung am Strand entlang, auch sehr viel besser gefällt als in Alanya. Das kann man auf jeden Fall auch schon mal so resümieren. Wir sind aber dort nicht ausgestiegen, wir sind nur am Auto vorbeigefahren. Wir waren in Merschin auch nur eine Nacht und da eben im Hafenviertel, im Gewerbeviertel und da kann man überhaupt kein Urteil sich erlauben. Also über Merschin kann ich leider gar nicht so viel berichten, deswegen habe ich diese Stadt auch einfach jetzt mal aus Versehen übersprungen. Die nächste Stadt, die wir nach Schandelufer besucht haben, war Mardin und das ist ja unser Ziel gewesen, also die große oder das kleine Städtchen. Es ist keine große Stadt, aber es ist ein kleines Städtchen. Es hat einen modernen Stadtteil, aber auch einen alten Stadtteil, eine Altstadt und die Altstadt ist auf jeden Fall sehenswert, so schön und wenn man sagt, kann man da leben? Nein, ich würde dort auch nicht leben wollen, aber sie ist geprägt von den Traditionen, von den Ausgrabungen, die dort sind, aber die Stadt Mardin ist in ihrer Altstadt auf jeden Fall vom Tourismus geprägt, wenngleich der Tourismus in Mardin eben türkisch ist. Ja, es sind türkische Touristen, die diese Stadt besuchen, die die Tradition bzw. eine bestimmte Kultur dort miterleben wollen, die sich mit der türkischen Geschichte auch befassen wollen, die ganzen Ausgrabungsstätten, die dort angeboten werden oder gezeigt werden, besuchen wollen, die sich auch weiterbilden wollen, die diese Stadt im Osten des Landes einmal besuchen wollen. Sie ist bekannt für ihre Sehenswürdigkeiten und sie hat auf jeden Fall verdient, es angeschaut zu werden. Und auch die Stadt an sich ist sehr schön, sie ist modern, die Menschen
Menschen, die dort leben, sind typisch türkisch, ja, sind also jetzt nicht vom Osten geprägt, so wie das Bild ab und zu, da wie das äußere Bild ab und zu dargestellt wird, wenn man sagt, man möchte nach Mardin in den Osten, kurz vor Syrien gelegen, diesen Ort besuchen. Das haben meine Verwandten ja auch gesagt, mein Gott, was willst du denn da, haben sie alle gesagt. Aber diese Stadt hat es auf jeden Fall verdient, besucht zu werden. Es hat uns sehr gut gefallen. Das Hotel war eines der besten, was wir hatten. Es war das beste Hotel, auch wenn es nur sehr günstig auch war. Aber wir haben dort ein tolles Internet gehabt. Wir haben tolle Zimmer gehabt. Und das Einzige, was mir da nicht gefallen hat, war das Frühstück. Aber auch das kann man auf jeden Fall essen. Ja, ist jetzt nicht so, dass man es nicht essen könnte. Es ist halt nur kein Buffet gewesen, sondern man kann es... man bekommt eben einen Teller, aber das ist ja auch unerheblich. Hotels gibt es dort richtig viele und das typisch türkische Leben, so wie man es auch in Ankara finden würde oder in anderen Großstädten, ist dort zu finden. Die Menschen sind, gehen es ihrer Arbeit nach, es sind junge Menschen, es sind ältere Menschen, sie sind alle gepflegt, sie sind alle nett und sie sind alle mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Und in der Altstadt von Mardin hat man eben den Tourismus, wo viele Türken aus vielen Ländern bzw. aus den Städten der Türkei kommen. Einige Deutsche habe ich gesehen, ich habe auch einige Russen gesehen, aber sehr wenig. Also die meisten, die dorthin kommen, sind türkische Touristen. Und dort werden Seifen angeboten. Es gibt viele Restaurants, die auf den Häusern liegen, sodass man die Stadt, einen weiten Blick auf die Stadt und die Ausgrabung hat und auf die Berge hat. Es gibt verschiedene Kaffeeläden, die traditionell verschiedenen türkischen Kaffee anbieten, den man auch mitnehmen kann und alles Mögliche, wirklich richtig schön. Und ein Besuch ist es auf jeden Fall wert. Und wenn ihr mich jetzt fragt, welche Stadt würde ich denn von denen auswählen, von den vier Städten, die ich eben genannt hatte, zum Leben, wo könnte man sich denn wohlfühlen, wo würde ich mir vorstellen, es als neuen Lebensort mir aussuchen zu wollen, gäbe es nur eine einzige Stadt, die ich dann nennen würde, und das wäre Gaziantep, weil Mersin zum Beispiel haben wir ja kaum gesehen, aber das ist wieder sehr ähnlich natürlich wie in Alanya, sehr viel Tourismus am Meer gelegen, ähnliches Flair auch wie in Alanya. Und wenn man sagt, dass man das nicht möchte, und wie gesagt, Mersin kann ich nicht beurteilen, weil dafür habe ich viel zu wenig gesehen, dann würde ich auf jeden Fall Gaziantep wählen. Auf keinen Fall Şanlıurfa, das wäre die letzte Stadt, die ich mir auswählen würde von meinen Reise oder von meinen Auswanderungswünschen. Gaziantep hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dort hat man noch das typische türkische Leben. Du hast dieses Wuselige, du hast aber auch viel Tradition, du hast viele Ausgrabungen, du hast viele Sachen, die man da besichtigen kann, und ein trotzdem sehr modernes, aber auch mit der Tradition verbundenes Leben dort. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch das Flair, der Menschenschlag, der da ist, gefällt mir. Da würde ich sagen, da ist es auf jeden Fall nochmal eine Reise wert. Da hätte man viel länger sich aufhalten müssen. Meine Lieben, jetzt kommt der Muezzin und ruft zum Gebet. Ich möchte mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ich hoffe, dass der kleine Rückblick in die letzte Woche meiner Reise euch gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie es genau war und wie es in diesen Städten aussieht, dann empfehle ich euch meine Videovlogs, die ich in der letzten Woche gedreht habe. Dort habe ich ausführlich alles gezeigt, die Hotels, die Ausgrabungsstätten, die wir besucht haben, die Sehenswürdigkeiten, die Menschen, die dort leben. Ich habe die Stadt gefilmt, ich habe Autofahrten gefilmt, und da wünsche ich euch dann ganz viel Spaß, euch das einmal anzugucken. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!